Auf dem Mond fand ein geheimes Treffen von Superhelden statt. Erstaunlich. 14 Teilnehmer sind erschienen, aber drei waren Gauner in Verkleidung. Oh nein! Wie viele Teilnehmer waren echte Superhelden? Drück mal auf Pause und schau, ob du diese Frage beantworten kannst. Nachdem du diese Mission begonnen hast, lass sie uns gemeinsam beenden. 14 Teilnehmer trafen sich also auf dem Mond. Ich schreibe das mal für dich auf. 14. Und ich male einen schicken Kreis drumherum. So. 14 trafen sich also auf dem Mond. Von den 14 heißt es, dass drei verkleidete Gauner waren. Drei sind Gauner inkognito. Von den 14 Teilnehmern sind also drei echte Schurken. Und der Rest, das sind die wahren Helden. Du stellst dir also 14 Teilnehmer vor und weißt, dass drei Verbrecher und alle anderen echte Helden sind. Dieses Fragezeichen hier steht für die Anzahl der echten Helden. Wenn du das herausbekommst, bist du mein Held. Dieses Verhältnis kannst du unterschiedlich beschreiben. Du kannst sagen, dass drei Gauner plus die echten Helden das gleiche ist wie 14. Wie die Anzahl aller Teilnehmer zusammen. Oder wenn 3 plus Fragezeichen gleich 14 ist, dann ist 14 minus 3 das gleiche wie Fragezeichen. 14 setzt sich aus 3 plus Fragezeichen zusammen. Wenn du 14 minus 3 rechnest, dann erhältst du also die Anzahl der wahren Helden. Was ist denn nun 14 minus 3, na? Was meinst du? Also 14 minus 1 ist 13, 14 minus 2 ist 12 und 14 minus 3 ist 11. 11 ist gleich Fragezeichen oder Fragezeichen ist gleich 11 oder die Anzahl der Superhelden ist gleich 11. Ich stelle dir noch so eine coole Aufgabe. Ich helfe dir auch dabei. Also, auf eurer Klassenfahrt nach Schottland habt ihr Seeungeheuer gesichtet. Wow! 9 waren gestreift und 5 waren gefleckt. Wie viele Seeungeheuer habt ihr beobachtet? Also, was haben wir hier? Wie viele Seeungeheuer habt ihr beobachtet? Fragt nach der Anzahl aller Seeungeheuer, die ihr gesehen habt. Du suchst also nach der Anzahl der gesichteten Seeungeheuer. Wie viele Seeungeheuer habt ihr gesehen? Also hier steht, dass 9 gestreift waren, also 9 Streifenmonster. Und 5 waren gefleckt. 5 hatten Flecken. Nein, keine Dreckflecken, echte Flecken. Die Anzahl der Seeungeheuer setzt sich also aus 9 gestreiften plus 5 gefleckten Seeungeheuern zusammen. Du schreibst also 9 plus 5 ist gleich Fragezeichen. Was ist 9 plus 5? Weißt du das vielleicht schon auswendig? Wenn nicht, dann rechne mal einfach 9 plus 1 ist gleich 10, 9 plus 2 ist 11, 9 plus 3 ist 12, 9 plus 4 ist 13 und 9 plus 5 ist 14. 14 ist gleich Fragezeichen. Wie viele Seeungeheuer habt ihr gesichtet? 14. Was für eine Entdeckung!